an der Stelle schauen wir uns zwei kognitive Modelle an, die uns helfen, die Mensch-Computer-Interaktion noch besser zu verstehen. Das heißt, wir schauen uns den Model-Human-Prozessor an und die Theorie multipler Ressourcen. Der Model-Human-Prozessor, der ist ein ganz einfaches Modell, das die Interaktion zwischen Mensch und Computer erläutert. Und zwar ist das Modell von Kurt Moran und Nebel von 1986. Und von daher bezieht er sich auf den Desktop-Computer, nämlich dem typischen Mainstream- oder State-of-the-Art-Computer in den 80ern. Hier wird jetzt der Mensch als System betrachtet und als Summe von drei Subsystemen. Wir haben hier nämlich das perzeptive System und hierüber kriegen wir Informationen aus der Umgebung über die Welt und die betrachten wir als Input in das System. Als Output betrachten wir dann alles das, was wir motorisch machen. Das heißt, wie wir dann hier als Antwort die Welt manipulieren oder wiederum mit der Welt interagieren. Und zwischengeschaltet zwischen Input und Output ist unser kognitives System, das nämlich einen Prozessor hat, der logisch in Abgleich mit dem Gedächtnis und Vorerfahrung hier die richtige Antwort auswählt und dann das motorische System anstößt. Visuell sieht es so aus. Wir haben jetzt hier den Input über Augen und Ohren, wie gesagt, ganz vereinfacht, nur die beiden Modalitäten. Und die Eingaben kommen jetzt in den perzeptiven Prozessor. So, und der schickt jetzt die Information an das Gedächtnis. Wir wissen schon, dass wir hier ein sensorisches Gedächtnis haben, was die Information ganz kurz speichert, um dann die gefiltert, also ein paar davon, in das Arbeitsgedächtnis zu geben, wo dann in Austausch mit dem Langzeitgedächtnis entschieden wird, was dann eigentlich jetzt eine sinnvolle Aktion wäre. Und dann, wenn das entschieden ist, das motorische System, also den motorischen Prozessor anstößt und hier zum Beispiel Arm und Schulter und Handgelenk bewegt und den Finger, um einen Button zu drücken. Das sind jetzt drei Layer. Von unten angefangen ist das die Ein- und Ausgabe, also die Schnittstelle zum Computer. Dann haben wir den Prozessor, das heißt, das ist die Logik des Menschen und ganz oben haben wir das Gedächtnis. Der Stuart Card und seine Co-Autoren haben das in diese sehr ikonografische Form gebracht und haben diese Prozesse auf so einer Infografik zusammengefasst und schönerweise Zahlen rangeschrieben, die wissen wir, die kennen wir aus den Kognitionswissenschaften, die uns sagen, wie lang jeweils etwas dauert. Das heißt, wie lang dauert es, einen visuellen Reiz wahrzunehmen und weiterzugeben, zum Beispiel an das sensorische Gedächtnis. Wie lang dauert es, einen Informationsschrank zu erkennen? Wie lang dauert es, einen Finger zu bewegen? Und wenn wir diese ganzen Zahlen jetzt wissen, dann können wir modellieren und rekonstruieren, wie lange es zum Beispiel dauert, einen Punkt zu erkennen und dann so schnell wie möglich einen Button zu klicken. Das heißt, Aufgabe könnte sein, ein Experiment, Nutzer und Nutzerin, klickt doch mal diesen Button, sobald ihr einen blauen Punkt seht. Und das können wir dann modellieren. Das heißt, wir können jetzt sagen, die eigentliche Wahrnehmung von so einem visuellen Stimulus dauert ca. 100 Millisekunden. Dann eine ganz einfache Entscheidung, nämlich wenn der Punkt da ist, dann drücken, dauert auch 70 Millisekunden und das Drücken eines Buttons dauert auch 70 Millisekunden. Das heißt, hier haben wir 240 Millisekunden für diese einfache Aufgabe im Durchschnitt. Das variiert, manche Menschen sind schneller, manche sind weniger schnell, das kommt auf Müdigkeit an, auf Alter etc. Aber das sind so Richtwerte. Für komplexere Aufgaben haben wir dann auch komplexere Modelle. Das könnt ihr euch in dem Blog Modelle angucken, also in dem Thema Modelle, da gibt es Blöcke zu Fitzlaw und zu KLM etc. Genau. Aber jetzt, wie schon gesagt, für diese einfache Operation haben wir jetzt 240 Millisekunden veranschlagt. Wenn wir eine Aufgabe haben, die ein bisschen abgewandelt ist, die dann nämlich heißt, wenn ein blauer Kreis erscheint, drückt den Button, wenn ein roter Kreis erscheint, nicht, dann berücksichtigen wir diese Entscheidung mit
der Multiplikator 2 für die Zeit, die die Kognition beansprucht. Das heißt, wir schlagen jetzt hier 70 Millisekunden für die Entscheidung rauf und landen dann bei 310 Millisekunden bei der Entscheidung zwischen Rot und Blau und bei Blau zu drücken. So, dieses Modell hat eine kleine Schwäche, weil wir können ja auch Dinge parallel machen. Das heißt, wir können eigentlich auch sprechen, während wir die Maus bewegen. Genau, wir wissen auch, dass wir ja uns unterhalten können, während wir fahren. Und von daher sind Modelle, die nur eine Ressource betrachten, ein bisschen limitiert. Und von daher schauen wir uns jetzt nochmal die Theorie multipler Ressourcen an. Hier wird nicht nur ein Pool aus Ressourcen betrachtet, sondern wir sagen, wir haben eigentlich kognitiv die Fähigkeiten, verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen. Und dieses Modell von Wiggins, von den frühen 2000er, unterscheidet zwischen vier Ressourcen. Das heißt, er sagt, die Modalität ist eine Ressource, hier haben wir visuell oder auditiv, dann der Informationstyp oder der Code, könnte räumlich oder verbal sein. Dann haben wir die Art zu reagieren, also die Response. Das kann manuell sein, durch Sprache, durch Schrift oder aber räumlich, das heißt Steuern beim Fahren. Und wir haben verschiedene Level der Informationsverarbeitung. Das heißt, wenn das sehr früh ist, dann haben wir hier die Erkennung und die Wahrnehmung, die Erkenntnis oder spät halt dann die Response. Die rein motorische Ausgabe, die motorische Antwort. Und Wiggins sagt, wenn wir dieselben Ressourcen nutzen für zwei Aufgaben, dann konkurrieren die hier, das heißt, die Aufgaben hindern sich. Das heißt, im Endeffekt, eine Aufgabe leidet mindestens oder wenn nicht alle beide. Das heißt, wenn wir jetzt fahren und dabei das Handy in der Hand halten, können wir natürlich nicht mehr so gut steuern. Darum ist es auch nicht erlaubt, während des Fahrens zu telefonieren, wenn das Handy in der Hand ist. Aber wir wissen auch, dass das erlaubt ist, wenn wir über eine Freisprechanlage telefonieren. Und hier sagt Wiggins halt, dass wenn wir Ressourcen, also verschiedene Ressourcen für zwei Aufgaben benutzen, dann können wir die durchaus gleichzeitig vollführen, ohne dass eine davon einen Nachteil hat. Genau, und jetzt gehen wir mal durch ein paar Beispiele. Das heißt, das Beispiel von eben, also wir fahren auf einer ganz einfachen Strecke, wir folgen einfach einer Straße, da ist wenig Verkehr, wir fahren geradeaus und parallel unterhalten wir uns mit unserem Beifahrer, mit unserer Beifahrerin. Das heißt, das Fahren, da haben wir jetzt zum Beispiel die Augen für den Input, also als Modalität und für die Response haben wir die Hand. Wir haben jetzt hier keine Kognition veranschlagt, weil wir sagen, das ist so einfach, hier müssen wir uns nicht konzentrieren. Das ist eher eine automatisierte Aufgabe, da brauchen wir keinen kognitiven Prozessor. Genau, und dann für die Unterhaltung haben wir die Ohren, weil wir jemandem zuhören. Dann konzentrieren wir uns, das heißt, hier ist die Kognition berücksichtigt und wir haben den Mund als Response und zur Wiedergabe verbaler Informationen. Und hier sehen wir jetzt hier an den beiden Kreisen, jeder für eine Aufgabe, dass die sich nicht überlappen und wir können die beiden Dinge parallel machen. Die nächste Aufgabe wäre, sich zu unterhalten und parallel dem Navi zuzuhören. Und hier sehen wir schon, dass wir eine Überlappung haben. Und zwar bei der Unterhaltung haben wir die Ohren, wir wollen ja zuhören. Wir wollen auch darüber nachdenken, was der andere sagt oder die andere und den Mund zum Antworten. Und dem Navi sollen wir aber auch zuhören und haben dann hier die Hand, um zu steuern. Wir gehen jetzt davon aus, dass so ein Navigationsgerät zu steuern nicht kognitiv anspruchsvoll ist. Aber wir müssen hier zwei Soundquellen zuhören und das wäre eine Ressource, die quasi wir nicht teilen wollen. Und von daher wird eine oder beide Aufgaben leiden. Und das dritte Beispiel wäre jetzt, eine Konversation, auf die wir uns konzentrieren. Das heißt, wir haben jetzt wieder die Ohren, wir haben die Kognition, weil wir zuhören und den Mund zum Antworten. Und ein komplexes Fahrmanöver, also zum Beispiel, ich überhole, es ist voll oder es ist neblig, dann habe ich wieder die Augen, jetzt muss ich mich schon konzentrieren und die Hand für das Steuern und das Richtung halten.
Und diese Sachen können wir halt nicht parallel machen. Das heißt, im besten Fall sagen wir, warte mal kurz, ich muss mich jetzt aufs Fahren konzentrieren und setzen die Unterhaltung dann danach weiter. Genau. Jetzt mal an euch die Frage, was sehen wir hier? Wir sehen, dass jemand antworten möchte auf Social Media, meinetwegen Telegram oder Signal und gleichzeitig aber hier programmiert. Ist das möglich, ja oder nein? Das heißt, überlappen sich die Ressourcen oder sind die parallel und wir können das einfach zeitgleich machen? Ganz kurz mal nachdenken. Und das geht nicht, weil wir haben hier beide Male einen verbalen Output. Und das hieße, dass wir bei der Response eine Parallelität haben, ein Overlap. Und im Zweifel haben wir halt auch beide Male die Kognition involviert. Das heißt, es sind vielleicht beides Sachen, wo wir uns konzentrieren müssen. Und von daher können wir das nicht in guter Qualität parallel machen. Weiteres Beispiel. Wir fahren mit unserer Freundin auf einer Radtour und unterhalten uns parallel. Geht das, ja oder nein? Wir gehen davon aus, dass wir routiniert im Fahrradfahren sind, uns das nicht beansprucht. Und von daher haben wir hier einmal einen motorischen Output, den sehen wir bei Response exemplarisch und dann manuell. Und dann die verbale Response, das heißt, hier ist keine Parallelität, das ist beides nicht kognitiv anstrengend und von daher können wir das nicht mehr machen. Ne? Das hat eine Ähnlichkeit zu der Unterhaltung, während wir fahren auf einer einfachen Strecke. Genau, und damit bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit.